vor Schloss und Riegel führ. Der Herr, der uns in sein Licht führt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, liebe Kinder, die ihr schon da seid, gestern haben wir begonnen, die letzten 7 Tage vor Weihnachten herunterzuzählen. Jeden Tag gibt es eine besondere Anrufung von Jesus. Gestern war es, o Weisheit Gottes. Heute wird es sein, Adonai, Herr. Jesus ist der Herr Himmels und der Erde. Wenn wir alle diese Anrufungen zusammenlesen, die Anfangsbuchstaben kommen heraus, Ero, Gras, morgen werde ich unter euch da sein. Ja, Gott ist unter uns da gewesen. Das ist die Freude der Weihnacht, das heller werdende Licht des Advents. Lassen wir ihn aber auch wirklich in uns ankommen. Herr Jesus Christus, du kommst in unsere Welt, um uns zu erlösen. Herr, erbarme dich unser. Du kommst, um uns zur Seite zu stehen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du kommst uns entgegen, auch wo wir noch unvollkommen sind. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, noch lastet die alte Knechtschaft auf uns, noch drückt uns das Joch der Sünde. Schenk uns die wahre Freiheit und mach uns neu durch die Geburt deines Sohnes, auf die wir gläubig warten. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Seht, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da werde ich für David... Da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln. Für Recht und Gerechtigkeit wird er sorgen im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden. Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der das Geschlecht des Hauses Israel aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt und zurückgebracht hat. Dann werden sie wieder in ihrem Land wohnen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland fließ, ihr Wolken brecht und den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, o Erd, dass der Guttag grün alles sehr. O Erde, Halleluja, 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 Halleluja.
und Führer des Hauses Israel, komm und befreie uns mit deinem starken Arm. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, geben. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Kinder, in diesen letzten 7 Tagen haben wir nicht nur diese Anrufungen, sondern wir hören auch die ganzen Geschichten, die in der Bibel stehen, im Neuen Testament, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus geboren wird. Alles, was davor schon aufgeschrieben ist, in den Kindheitsgeschichten. Und da haben heute den Kindern schon gesagt: Pass gut auf, der Josef wird heute was Besonderes erleben. Gestern haben wir gehört, einen ganz langen Stammbaum, der geht bis Josef hin, von Abraham über König David bis zur Gefangenschaft in Babylon, 70 Jahre, und dann eben bis zu Josef. Und dann heißt es, er war verlobt mit Maria und von ihr wurde Jesus geboren. Und er ist der Christus, der Messias der Welt. Heute haben wir es dann genauer gehört, der Josef ist nicht der richtige Vater vom Jesus. Denn Jesus kommt aus Gott heraus. Er hat schon immer gelebt, er hat schon immer existiert. Er brauchte nur eine Frau, eine Mutter, um einen menschlichen Körper zu bekommen. Aber Josef hat trotzdem eine wunderbare Aufgabe. Er darf als Ziehvater die Stelle einnehmen, die es in der Familie braucht. Es braucht die Mutter und es braucht den Vater. Und der Engel gibt ihm den Auftrag: Nimm Maria und Jesus zu dir und behüte sie. Josef war gerecht, er hat immer das getan, was vor Gott richtig war. Und er hat die 2 wunderbar behütet. Dafür ist ihm geschenkt worden, dass er ein ganz ein schönes Sterben hatte. So wird es überliefert. Was ist schöner, als wie neben Jesus und Maria in ihrer Begleitung in den Himmel eingehen zu dürfen? Nehmen wir uns heute mit, wir wollen gerecht sein wie Josef. Das tun, was vor Gott richtig ist, und auf die aufpassen, die uns anvertraut sind, dass wir sie behüten. Amen. Bringen wir unsere Bitten vor Gott. Zu Jesus Christus, dem Gott mit uns, lasst uns fürbittend rufen: Komm, Herr Jesus.
Komm, Herr Jesus. Wir beten für alle, die den Advent als Zeit von Hektik und Stress erfahren, dass sie Ruhe finden und in Freude auf Weihnachten zugehen können. Komm, Herr Jesus. Wir beten für all die Menschen, die den Advent als Zeit des Krieges und der Gewalt erfahren müssen, dass sie Frieden finden und Versöhnung. Komm, Herr Jesus. Wir beten für alle, die den Advent als Zeit der inneren Einkehr nutzen, dass ihr Herz offen wird für den Gott, der in unsere Welt kommt. Komm, Herr Jesus. Wir beten für die Menschen, die den Advent als Zeit der sehnsuchtsvollen Erwartung erfahren, dass sie von der Freude über die Menschwerdung Gottes erfüllt werden. Komm, Herr Jesus. Wir beten für alle, die den Advent als Zeit der Trauer und der Tränen erfahren, dass sie Trost finden im Glauben an die Auferstehung der Toten. Komm, Herr Jesus. Wir wollen auch die heutigen Messintentionen mit einschließen. Margareta Kinzelhofer für verstorbenen Gatten, Vater und Großvater. Oberkreisstädtner für verstorbene Schwester Anna. Komm, Herr Jesus. Wir wollen auch unsere Gastfamilie einschließen, die gestern in Schönau angekommen ist. Ein kleines Kind, ein 5-jähriger Bub und die Eltern und 2 Verwandte, dass sie sich bei uns aufgenommen fühlen. Komm, Herr Jesus. Denn dein Name verkündet, Gott wird uns retten, ihn preisen wir in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dieses Opfer deines Sohnes, erwirke uns deine Gnade und lasse uns teilhaben am ewigen Leben. Denn dein Sohn ist in unser vergängliches Leben eingetreten, um uns von unserer Sterblichkeit zu heilen. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. In jeder heiligen Messe wird Jesus bei uns leibhaft gegenwärtig mit seiner ganzen Liebe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind die Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wir machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus gibt sein Leben für uns. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht
das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn: Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit dir. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Fürchte dich nicht, das Kind zu dir zu nehmen.
Unsere Erstkommunionkinder haben am Dienstag was Wunderbares erlebt. Sie haben in der Erstbeichte den barmherzigen Jesus in ihr Herz aufgenommen und alle Sünden wurden weggenommen, die sie in ihrem kleinen Leben, in ihrer Seele schon hatten. Wir wollen mit ihnen jetzt singen, Bravo, Bravissimo, Ehre sei Gott, stehen dazu auf. Wie der kleine Johannes, der vor Freude gehüpft ist, als der Heiland zu ihm kam. Bravo, bravissimo, Ehre sei Gott. Bravo, bravissimo, Ehre sei dir, o Gott. Bravo, bravissimo, Ehre sei Gott. Du hast uns Jesus als Retter geschenkt. Gott, du bist toll, du bist so wundervoll. Er ist der König und liebt alle Menschen. Gott, du bist toll, du bist so wundervoll. Singt alle Halleluja, deine Kinder, das sind wir. Singt alle Halleluja, deine Kinder, das sind wir. Bravo, bravissimo, Ehre sei Gott. Bravo, bravissimo, Ehre sei dir, o Gott. Bravo, bravissimo, Ehre sei Gott. Lasset uns beten. O Herr, schenke uns dein Erbarmen inmitten deines Heiligtums. Gib, dass wir uns durch die Feier dieser Adventtage und durch ein christliches Leben auf das Fest der Erlösung vorbereiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.